General Otto Ernst Rehmer ist der Mann, der den Aufstand vom 20. Juli 1944 niederschlug. Er tat dies auf Hitlers persönlichen Befehl und wurde dafür von ihm persönlich belohnt. Fortan war er Hitlers Leibwächter. Major Rehmer, der Kommandeur des Wachbataillons Berlin, der sich bei der schnellen Niederschlagung der staatsfeindlichen Tätigkeit einer eid- und treu vergessenen Clique ein großes Verdienst erworben hat und vom Führer sofort zum Oberst befördert wurde, bei einem Appell vor seinen Soldaten. Wir sind heute Gottlob politische Soldaten. Aber dann sagte Hitler, ich lebe also. Eine kleine, ehrgeizige Offiziere zeichnet verantwortlich. Aber jetzt haben wir die Saboteure der Fronten. Wir werden mit dieser Pest kurzen Prozess machen. Wenn notwendig, unter Anwendung brachialer Gewalt. Sie haben mal gesagt, für Sie war Hitler ein Demokrat. Ja, war. Er war, im Grunde war er ein Demokrat. Und rückblickend kann ich nur sagen, dass ich in meinem ganzen Leben niemand mit dem Format eines Hitlers erlebt habe, wie ich es auch heute noch vor Augen habe. Das war nicht irgendwer. Das war ein bedeutender Mann, der vielleicht einmal in 100 Jahren geboren wird. Und die Geschichte macht heute noch so viel entstellen, wie sie will. Hitler wird ein bleibender Faktor der deutschen Geschichte sein. Das Institute for Historical Review in Kalifornien teilt Rehmers Verehrung Hitlers und seine Leugnung von Nazi-Verbrechen. Die Aktivitäten sind international und Rehmer ist ein hochgepriesener Kontaktmann, der selbst stolz ist auf seine eigenen Verbindungen. Ich habe ja viele Verbindungen gehabt und habe auch viele Leute kennengelernt. Diese Dinge waren immer für mich aktuell. Aber ich bin auch kein Dummkopf. Ich sah, dass zur Zeit nichts drin liegt. Ich gar keine Rede von sein konnte, bis jetzt plötzlich über Nacht der Umschwung kam. Und sich damit Perspektiven eröffnen, die wir noch gar nicht absehen können. Aber die Richtung, ja, das kann doch nicht so bleiben, dass die Welt geteilt bleibt. Dass sich die Amerikaner und die Russen diesen Kuchen teilen. Keiner kann mir vorwerfen, dass ich also auch nur annähernd die Ambition habe, Kommunist zu sein oder sonst was zu sein, ja. Ich streite auch ab, was heißt Nationalsozialismus. Ich bin nie in der Partei gewesen. Ich bin immer unabhängig gewesen. Aber ich mache meine eigenen Gedanken. Rehmer verbreitet seine Gedanken weiter. An Leute, die er vorgibt, gar nicht zu kennen. Ihr müsst euch hier in eurem schweren politischen Kampf, der noch schwerer ist als der damalige von uns, bewusst sein, indem ihr diszipliniert, verantwortungslos in einer nicht auseinanderzubringenden Kameradschaft einmal Elite das Gerippe für eine neue deutsche Jugend werden. Bravo! Man gestattete mir nicht, Rehmer auf das Thema Neonazis zu befragen. Aber dieses Neonazi-Video beweist, er gehört dazu. Deutschland, Deutschland, über alles, unser Reich wird neu erstehen. Deutschland, Deutschland, über alles, unser Reich wird neu erstehen. Das Land ist Bewegung unserem heiligen Deutschland als einfach, wenn wir siegen. Noch sitzt ihr oben, ihr feigen Gestalten, vom Feinde bezahlt, doch dem Volke zum Spott. Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade euch Gott. Zurück in München. Ewald Althans hat die Veranstaltung organisiert. Er ist heute der Anführer der Neonazis. Schon als 13-Jähriger wurde er von alten Hitler-Vertrauten ausgewählt und systematisch auf seine Führerrolle vorbereitet. Einer von ihnen, Otto Ernst Rehmer. Stargast David Irving beobachtet das Geschehen.
Ein Kameramann des Institute for Historical Review sammelt Aufnahmen, um diejenigen zu fördern und ins Rampenlicht zu setzen, die alte Nazis freisprechen mit der schlichten Behauptung, ihre Verbrechen hätten nie stattgefunden. Die Revisionisten. Nach ihnen gab es niemals Gaskammern und die Massenvernichtung ein Schwindel. Wir machen die Videoproduktion für die politischen wenn wir Konferenz haben. So auch die letzte. Bald in Deutschland. Ich scheue mich nicht, hier heute auch vertreten die Gäste Manfred Röder und Michael Kühne und die jungen Kreise um diese Personen zu Ewald Althans heißt den verurteilten Terroristen Manfred Röder und Michael Kühnen öffentlich willkommen. Doch dieser Gast wünscht sich keine solche Begrüßung. Ich kannte das Gesicht, doch woher? Später erfuhr ich, dass dieser Mann noch nie zuvor gefilmt wurde. Auch meiner Kamera wich er immer wieder aus. Als ich das merkte, filmte ich ihn verdeckt. Where do you come from? Me? Yeah. Oh, I come from London. From London. Yeah. So, which organization do you... I'm not connected with any organization. I'm a sort of... You are collecting... I'm a collector of books and various things. May I ask your name? Yeah, my name's Michael. Michael? Yeah. Michael? Carter. Michael Carter. Michael Carter heißt in Wirklichkeit Anthony Hancock. Er hat Kontakt zu Terroristen und druckt für die Nazi-Organisation National Front. Ein weltweiter Lieferant von Nazi-Propaganda übelster Art. Zurzeit wird er in England angeklagt, Check- und Passfälschung in Millionenhöhe. Starben wirklich 6 Millionen? Eine Hetzschrift wurde in seiner Druckerei in England gefertigt. Friend of a friend, you know, and I collect antiquarian books to do with the World War II, pre-war traumas. I just am a general collector. So you have nothing to do with the National Front? No. I'm just an independent sort of collector, here for a weekend, a nice time in Munich and all that, you know. Die Massenvernichtung wird nicht nur geleugnet, sie wird verhöhnt. Diese Aktion ist nicht neu. Hamburg 1978, Christian Worch, Kühnens rechte Hand, leitet die Aktion. Zurück in München, Kongressorganisator Ewald Althans erteilt die Anweisungen. Hinter ihm derselbe Christian Worch, er leitet den Saalschutz. Sie können im Notfall, wenn Sie jetzt immer falsch sind, wieder ausgetauscht werden. Sich mit dann im Gänsemarsch die Bösenversammlung mit anzuschließen. Die Fahne geht dann vor dem Tisch entlang mit den Schildern. Ein Skinhead-Chef aus Bielefeld, Thomas Heinke, ist auch da. Drei Top-Neonazis, alle kümmern sich um David Irving. Christian Worch organisierte sogar eine Konferenz in Hamburg für ihn. Es ist politische Verbindungen zwischen Michael Kühn und mir seit sehr, sehr langer Zeit gibt und das ist die nach wie vor gibt und dass diese Verbindungen durchaus intensiv sind, das dürfte allgemein bekannt sein. Und in dem Zusammenhang hatte ich vor einiger Zeit dann auch an Irving geschrieben und hatte ihm gesagt, er bräuchte sich also bitte keine Gedanken zu machen, dass das in irgendeiner Weise ausgeschlachtet werden würde. Agenau in Frankreich. Was Sie nun sehen werden, sind Bilder von einem internen Revisionistentreffen. Sie wurden von einem Neonazi gefilmt. Die Aufnahmen sollten nie an die Öffentlichkeit geraten. Die führenden Revisionisten. Wenn ich gewusst hätte, hier Ernst Zündel zu treffen, hätte ich ihm ein Geschenk mitgebracht. Professor Robert Forisson gibt an, ein Linker zu sein, lehrte Literatur an der Universität von Lyon, von einem französischen Gericht im April 91 verurteilt zu 100.000 Francs wegen Leugnung von Nazi-Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Hinter ihm Ernst Zündel.